Hi und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe wieder was für uns, was wir gleich gemeinsam auspacken werden. Bleib dran! So, dann wollen wir doch mal das Ganze hier gemeinsam auspacken. Hier geht es um den Film I, Robot. Das ist einmal die Vorderansicht, das ist die Rückansicht. Dann wollen wir das gute Stück mal aus der Folie rausholen. Und so, packen wir das einmal zur Seite. Das ist einmal wow. Das ist wirklich sehr, sehr glänzend. Ich nehme das mal ab. Ich habe es leider schon aufgehabt. Und das ist einmal hier das Backpaper. Da stehen halt alle Informationen drauf, die man halt über den Film wissen soll und muss. Und es ist, naja, sehr günstig gemacht, sage ich mal. So, das packe ich einmal zur Seite. Hier ist einmal das Steel. Und wie ihr sehen könnt, es ist echt wahnsinnig glänzend. Also wirklich wow, muss ich dazu sagen. Also das ist echt Wahnsinn. Vorderansicht. Hier einmal das Spime. Da haben wir hier den Filmverleiher. Hier einmal den Filmtitel. Und hier einmal das Blu-ray-Zeichen. Einmal hier die Rückseite und da sehen wir halt auch, das ist wirklich wahnsinnig glänzend gemacht. An sich finde ich das Stil unwahrscheinlich ansprechend, also mir hat es echt gefallen. Der Film ist sowieso Bombe, brauchen wir nicht drüber reden. Also es ist halt immer Geschmackssache, aber ich finde den Film top. Deswegen mega. So, hier ist einmal die Innenansicht. Ich nehme mal die Blu-ray raus. So sieht die Disc aus, matt gehalten. Einmal Will Smith und dann halt einmal den Filmtitel und weitere Informationen, FSK und bla bla bla, was einfach halt dazugehört. So, dann öffnen wir das Ganze mal und es sieht echt super aus. Also das Artwork finde ich gut, ist gut gemacht. Es ist auch, ja, was soll ich sagen, sehr stabil. Nee, es ist super verarbeitet und macht was her. Wie gesagt, es ist wirklich hochglänzend und ja, Wahnsinn, echt gut, bin sehr zufrieden mit dem Stil. Packen wir das Ganze mal wieder ein und ja, diese Backpaper, ja, was soll ich dazu sagen, sind natürlich nicht der Hit, aber dafür reicht es. So, dann, na, jetzt will er nicht, ne, er will nicht, okay, ich halte so fest. So, das war einmal iRobot und ja, vielleicht bis zum nächsten. Bleibt noch dran, da kommt noch was. Ciao, arrivederci, bye bye.